Moin, liebe Top-Familie da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zum vorvorletzten Video in diesem Jahr. Ich glaube sogar in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob, was für Videos doch theoretisch kommen könnten, zumindest vom Special Dezember. Ja, die vorvorletzte Geschichte ist was Schönes. Wir reisen auch nochmal in die Vergangenheit, aber deutlich in der Vergangenheit zurück. Denn wir reisen in das Jahr 2008. Denn da hatte ich gemeinsam einen schönen Urlaub verbracht mit meiner Mutter. Und wir waren im Harz in Goslar. Und das war tatsächlich ein sehr cooler Urlaub. Wir sind sehr viel gewandert. Aber natürlich sage ich euch nicht nur einfach was, sondern ich zeige euch auch was. Deswegen gehen wir hier gleich noch mal schon rüber zu den Bildern. Und dann seht ihr mich hier. Ich überlege, warte mal. Oder packe ich mich einfach mal in die Ecke. Weil dann könnt ihr auch immer das Datum hier sehen. Wir haben den 27.07.2008, 11.24 Uhr. Und da sitze ich. Das bin ich. Was für eine Brille ich damals hatte. Das ist echt... Ich hatte da noch ein sehr rundes Gesicht, runder als jetzt, würde ich sagen, oder? Gefühlt. Ja, wir sind in den Harz gefahren, um genau zu sein, Goslar. Und haben da, ich glaube, eine Woche verbracht. Genau, wir waren da eine Woche. Und war sehr, sehr schön. Ich glaube, es war eine Woche. Ich achte mal auf das Datum. Kann auch nur sein, dass es Tage waren, aber ich glaube, es war eine Woche. Ja, hier sieht man mich auch nochmal mit einer Apfelschorle. Apfelschorle. Kindheitsmäßig und was weiß ich, hat mich immer schon begleitet. Ich liebe Apfelschorle. Ich liebe aber auch natürlich mittlerweile sowas wie Diet. Jedenfalls Fahrt war schon schön und natürlich war auch unsere Unterkunft echt schön. Wir hatten so zwei Räume. So ein Häuschen, kann man sagen. Wir hatten hier so einen ganz großen Raum mit Wohnzimmer hier, da so Essecke und hier rechts, also da runter in die Richtung, also hier, ist dann halt eben ein Bett gewesen. Da fand ich es jetzt nicht so schlimm, irgendwie mir das Bett natürlich mit meiner Mutter ja irgendwie zu teilen, war jetzt nicht so schlimm. Wir haben entweder hier mal gegessen, überwiegend aber gegessen haben wir hier. Das war sehr, sehr schön. Gerade so frühstücksmäßig, da habe ich auch gleich ein Bild rausgesucht. Da haben wir dann immer gesessen. Sehr nette Frau, die uns diese Unterkunft hier gegeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Mutter auch diese Unterkunft her hatte. Aber sie findet immer so dann tolle Unterkünfte auch. Und es war schon insgesamt sehr schön. Guck mal, das ist immer noch vom gleichen Tag. Da sind wir schon so ein bisschen gegangen an unserem Ankunftstag. Und ich bin so ein Naturmensch. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Als Kind, ich war sehr oft so in Wäldern, verstecken in Wäldern und rumgesprungen, getobt, gerannt, was weiß ich. Egal auch welches Wetter, das weiß ich noch und auch aus Erzählungen und Geschichten und was weiß ich. Ich mag ja auch so die Luft der Niederlande. Das klingt jetzt erstmal so voll komisch, aber das Ding ist tatsächlich, ich finde, die Luft in den Niederlanden ist halt so angenehm und frisch und schön im Gegensatz hier zur deutschen. Aber so diesen Urlaub fand ich sehr toll. Und hat mir auch so sehr gut getan, tatsächlich so mental. Ich könnte mir sowas auch nochmal vorstellen, sowas zu machen mit Wandern, vielleicht auch so ein bisschen. Das hier ist dann schon der nächste Tag. Und die Frau hat uns immer Brötchen gebracht. Die hat so gefragt, hier, was wollt ihr essen? Und dann hat sie uns immer Brötchen mitgebracht. Sie wohnt ja in dem Haus hier so gesehen. Ich glaube, sie hatte Hunde, wenn ich mich nicht irre. Deswegen, zum Glück habe ich die nie gesehen. Doch einmal ganz kurz. Jedenfalls haben wir dann hier schön gefrühstückt. Ihr seht da, guck mal, ihr seht hier unten die Kaffeetasse.
von meiner Mutter. Ich trinke da, ich glaube, was habe ich nur getrunken? Ich weiß nicht, ob ich Saft getrunken habe, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Und dann haben wir hier nett gefrühstückt, Frischkäse und Käse hatten wir hier. Ja, und dann ging es los. Hier, Bad Harzberg, ich glaube, Bad Harzberg steht da, mit der Gondel hochgefahren und sehr, sehr viel gewandert. Also wirklich, gerade so bei so warmen Temperaturen, es ist zumindest bei meinem Körper so, ich muss halt sehr viel trinken. Ich bin einer, ich schwitze ja relativ schnell und da war es auch schon so. Aber trotzdem war das insgesamt echt schön. Und vor allem auch so diese Bewegung, die Natur, gleichzeitig so dieses ganze Verbundene, das war schon echt schön. Und guckt euch diese Landschaft an, guckt euch diese Aussicht an. Also einfach da stehen und das genießen. Oh, da, ich fühle mich gleich wieder so harmonisch und runtergekommen, wenn ich mir so gerade dieses Bild hier angucke. Also, hat so ein bisschen auch was irgendwie hier vom Dschungel. Hier, ich bin ein Star, holt mich hier raus, so ein bisschen. Wenn man das so ein bisschen damit assoziiert, so mit den Wäldern. Aber jedenfalls, das war schon schön, sehr beruhigend. Da, so gesehen, das Dorf von oben. Geil, okay. Habe ich einfach das Bild hier irgendwie mit zwischengepackt. Und da stehe ich mit so einer Karte. Sieht auch sehr lustig aus. Sieht sehr, sehr lustig aus. Warte mal, 29, ja, genau. Und das ist ein Tag später. Geschichte dazu. Ich habe kein Bild von Tagen später. Ich weiß nicht, was das für ein Tag war, der 29.07.28. Aber wir waren 3 Tage hintereinander in einem Schwimmbad. Das war nicht in der Nähe von der Unterkunft, da mussten wir schon ein bisschen gehen. Das weiß ich noch. Das war so in der Stadt. Die Frau an der Anmelde hat uns immer erkannt. Warum komme ich jetzt zu? Denn das Ding ist, dass nicht an dem Tag, sondern einen Tag später und nochmal einen Tag später waren diese Wasserkurse. Vielleicht kennt ihr die ja. Da hat man ja so dann diese Wasserwurst oder irgendwie so. Ich nenne sie jetzt mal Wasserwurst. Ich weiß nicht, wie die sonst heißen. Oder Wasserschlangen. Diese Styropor, diese langen Styropor-Dinger. Und einen Tag später kamen wir so an und haben so gedacht, oh, können wir ja mitmachen. Und dann kamen wir ja noch mal einen Tag später, also von hier aus 2 Tage später. Und dann hat die Frau gesagt, an der Anmelde, wenn sie mitmachen wollen, gleich findet wieder ein Kurs statt. Und wir gucken uns an, umgezogen und ich habe mitgemacht. Das war schon sehr, sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist dieser besagte einen Tag später. Aber ich habe keine Bilder, wie gesagt, vom Schwimmbad mehr. Ich wollte das nur erwähnen, deswegen habe ich das Bild damit eingebaut. Aber so das größte Highlight war tatsächlich so ein anderes. Wir sind sehr viel gewandert und meine Mutter hat was rausgesucht, denn wir sind ganz weit nach oben und sehr, sehr weit geklettert. Hier ist der Antoniusplatz in der Höhe von 461 Metern. Hier ist der Besinnungsweg. Und wir sind da hingegangen. Denn ganz oben, irgendwo am A der Welt, war es so, dass da, nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches sage, Luchse waren. Sehr, sehr viele Luchse. Natürlich eingezäunt. Und die konnte man halt dann eben sich angucken. Oh, wartet mal eben. Boah, musste gerade ein bisschen husten. Jetzt habe ich es aber richtig gemacht und mich richtig gemutet. Ich hoffe, ich habe es bei dem anderen Video auch daran gedacht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das war schon cool. Das hat sich sehr, sehr gelohnt, halt dahin zu gehen. Das war schon schön. Das Lustige war, weiß ich noch. Wir sind halt den ganzen Weg dahin gegangen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren. Und da war ein Bus. Und das Ding ist, auf dem Hinweg haben wir nichts gesehen. Wir haben dann nur gesehen, wie da ein Bus ankam. Auf dem Rückweg haben wir dann mit anderen, die da auch waren, gewartet.
Und dann warten wir so, kommt kein Bus und wir haben so, komm, dann gehen wir jetzt auch zurück, weil sonst warten wir hier irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch eine halbe Stunde und dann könnten wir ja schon irgendwie die Hälfte des Weges gemacht haben. Und ohne Witz, wir gehen gerade los und irgendwie so nur 10 Minuten später fährt dieser Bus an uns vorbei. Ja, bad timing. Ja, und das hier ist tatsächlich das Abschlussbild. Ja, kommt hin, 3.8. Ja, eine Woche waren wir dann da. Und ihr seht, was ich anhab. Ein grünes T-Shirt mit einem Lux drauf. Ihr habt Bilder schon gesehen, wo ich dieses Shirt anhatte. Hab aber natürlich nichts dazu gesagt. Und eine Mütze. Weil wir uns die damals dann in so einem Shop noch geholt haben, was damit zugehörte irgendwie zu den Luxen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug oder Kurzurlaub, je nachdem, wie man es sehen will, oder Urlaub für eine Woche. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. So, wie alt war ich da? 12. Von daher, ja. Das war schon cool. Ja. So viel zu meiner Geschichte. Habt ihr auch schon mal Luxe gesehen? Wart ihr auch schon mal hier in Bad Hart? War das Harzberg? Harzburg? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. In Goslar? Schreibt es doch mal sehr gern unten in die Kommentare. Und ansonsten, gebt einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir sehen uns morgen und übermorgen noch. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Tag und mir wollte nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe, top, Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.